Kai Gimler mit dem Highbike Hype. Ich dachte, es wird mit P geschrieben, aber nein, es wird natürlich wieder mit B geschrieben, weil Hype bestimmt schon weg ist. Grüß dich, Kai. Du bist Zweirad-Mechaniker, Meister, Fachrichtung Fahrräder. Draußen sind es 8 Grad und ich zeig dich mal gerade. Mit meinem verschmierten T-Shirt hast du mich aus der Neuradmontage herausgezogen. Aber ist sie nicht kalt? Nee. Also ich stehe hier. Ich habe eine Mütze an. Ja, wir sind bei einem tollen Rad. Ich habe gesagt, wir drehen mal günstige Einstiegsräder. Nee, 7.000 Euro ist ja nicht gerade günstig, aber das ist jetzt kein günstiges Einstiegsrad. Nee. Es ist ein gut ausgestattetes Mountainbike. Genau, mit Carbonrahmen und so weiter. Und Hintergrund ist ein bisschen der, wir hatten die ganze Zeit Kundenanfragen und der Bock, wie so vieles, war irgendwie dann doch nicht lieferbar. Und jetzt haben wir sie endlich da. Der Bock, was ist denn das für ein Bock? Das ist dann von Highbike das Hype, wie du schon gesagt hast, mit B geschrieben. Also hat nichts mit Scooter und Hyper zu tun. Das ist sozusagen die All-Mountain-Plus-Kategorie. Also wir haben für ein All-Mountain relativ lange Federwege mit 170 mm vorne. Fangen wir mal an, All-Mountain heißt? All-Mountain ist immer so die eierlegende Wollmilchsau. Das ist das Mountainbike Fully ohne ganz speziellen Einsatzbereich. Also nicht Downhill, nicht Race, sondern das, was eigentlich die meisten normalen Fully-Mountainbiker so brauchen. Damit kann man alles machen, auch Single-Track. Genau, Single-Track Downhill ein bisschen. Aber nicht ein bisschen. Anspruchsvolle Downhill-Strecken, sondern natürlich kannst du gleich runterfahren. Mhm. Also sozusagen, das ist so das mittlere Segment des All-Mountain. Darüber gibt es natürlich die Enduros und Freerider, unten drunter die Race-Fullies. So, und Highbike hat es hier halt Folgendes gemacht. Das ist der All-Mountain-Kategorie zugeordnet, aber mit 170 mm vorne und 160 hinten, also vom Federweg schon ein bisschen höher angesiedelt. Das heißt, du hast berg runter, Gardasee, über irgendwelche Felsblöcke, 601er runter, einfach mehr Reserven. Also übersetzt heißt das, hier vorne ist eine Federgabel drin und die kann bis 16 cm eintauchen. 17 cm eintauchen. Genau. Die hat aber einen Weg, sowohl ein- und austauchen kann die. Die ist jetzt komplett ausgefahren im Moment, nehme ich an. Ja, genau. Ja. Also wenn du drauf gehst, so, und dann hast du das gleiche hier. Da muss man aber den Leuten nochmal erklären, das ist eine Übersetzung. Das heißt, es zählt also der Federweg und der wird aber hier übersetzt und deswegen geht das nicht ganz so tief. Genau, der Federweg errechnet sich sozusagen aus dem Hub des Dämpfers mal Übersetzung des Hinterbaus. Also wenn du zum Beispiel Übersetzung von 1 zu 3 hast und der Dämpfer macht 5 mm, dann hast du halt 50 mm mal 3 hast du 150 mm Federweg am Heck. Also nicht wundern, wenn nämlich hier der Dämpfer, der macht nur so ein kleines bisschen, aber das ist dann, wird dann quasi übersetzt, genau. Also durch den Hinterbau. Und hier vorne ist es ja ganz anders, da ist die Gabel ja direkt drauf, deswegen zählt das 1 zu 1. Das ist also der direkte Federweg, das was eingetaucht wird, kannst du messen, das ist dann sozusagen der Travel. Okay, das verstanden. Rahmen ist aus Carbon, sieht man nicht. Also das ist, der Hinterbau ist aus Alu. Der Hinterbau ist aus Alu, Hauptrahmen ist aus Carbon. Versteckt hier im Unterrohr drin ist dann der 750 Wattstunden Akku von Bosch. Grundsätzlich haben wir überhaupt den Bosch CX Motor mit 85 Newtonmeter in der neuesten Ausbaustufe als Smart System. Ich zeig das mal. Also Smart System kennen wir ja schon alle. Das hier ist das Remote, das allzeit bekannte LED-Remote und das langt den meisten schon. Ne? Also ich sag mal, mir persönlich würde es langen. Wir haben natürlich viele Kunden, die ein Display wünschen und das kann man dann einfach nachrüsten. Also das connectet sich ja mit dem Neon, mit dem Kiox, mit dem Kiox 500. Sogar drahtlos mittlerweile. Sogar drahtlos oder auch mit dem Handyhalter und so weiter, was du eben haben willst, genau. Ja, sehr schön. Das Ganze ist auch verknüpft mit einer guten Bremse. Ist das ein Fahrrad, wo man sagen kann, die rund 7.000 Euro ist es wert? Also sag mal, wenn du die Komponenten zusammenzählst, dann kommst du natürlich eigentlich immer irgendwo auf diesen Preis, auch bei anderen Herstellern. Du hast den Carbonrahmen mit drin, den großen Akku. Von der Ausstattung haben wir hier eine SLX-4-Kolben-Bremsanlage drauf. Wir haben eine SRAM 12-Gang-Schaltung. Von der NX. Also insofern ist der Preis ja gerechtfertigt, weil drunter wirst du kaum das Leistungspaket so bekommen. Okay, verstehe. Ist die Sattelstütze, die ist jetzt verstellbar? Das war ja früher immer so ein Riesending, wo du mich auch gewarnt hast, gesagt hast, naja, die ist wartungsintensiv, die gehen auch schon mal kaputt. Das hat sich geändert. Das hat sich massiv geändert, also auch zu unserem Glück. Ne? Also es geht eben darum, du hast ja früher, bist ja sozusagen bist du angekommen mit deinem Fahrrad, ne? Irgendwo ging es gleich runter, da hast du Halt gemacht, manchmal hat er eine Zigarette geraucht, Sattel runter, bist aufgestiegen, den Berg runtergefahren. Unten hast du wieder Halt gemacht, Sattel wieder hoch und bist weitergefahren. Und das machen wir heute ja alles auf Knopfdruck. Das heißt, ich betätige den Knopf hier am Lenker, belaste den Sattel mit meinem Gewicht, lasse den Knopf gehen und der Sattel bleibt unten. Da vorne ist der Knopf, zeig mal. Hier ist der Knopf, genau. Da ist der Knopf da unten so. Ja. Und jetzt kann ich natürlich alle Positionen dazwischen auch kann ich ansteuern oder eben ganz nach oben und habe dann wieder meine Tritthöhe. Also es geht darum, jemand... Also es gibt
es gibt ja bestimmt viele Leute, die kaufen sich das Fahrrad so als Allrounder erstmal, die sind noch nie einen Berg runtergefahren, so richtig, und dann kommen die und dann geht man hin und macht, bevor man den Berg runterfährt, das kann man auch während der Fahrt machen, den Sattel einfach weit runter und kann dann das Gesäß quasi auf die Mitte vom Rad zurückschieben. Ja, hier hat sich die Fahrtechnik so ein bisschen geändert. Vielleicht, also sagen wir, die Zuschauer, die jetzt sagen wir, früher schon mit dem Mountainbike unterwegs waren, kennen noch die Bilder zu Ulrich Stanzio-Zeiten. Da hast du eine ganz andere Fahrtechnik gehabt. Du hast also bergunter, bist du gefahren mit ganz ausgestreckten Armen und warst vom Arsch quasi hier über dem Sattel. So fährt man heute nicht mehr. Man spricht heute von einer zentralen Position. Das bedeutet, dass egal wie das Rad, ob das so oder so steht, ich behalte mich den Schwerpunkt immer irgendwo hier zentral über dem Rad, im Stehen natürlich. Ne? Mhm. Und deswegen ist wichtig, dass der Sattel auch aus dem Weg ist. Wobei, das war damals auch schon wichtig, sonst bist du nicht weit genug nach hinten gekommen. Ne? Mhm. Aber der Sattel muss einfach aus dem Weg, damit du Bewegungsfreiheit hast. Mhm. Also es geht darum, wenn du jetzt steil runterfährst, wenn du das mal gerade simulierst. Kann ich mal zeigen. Du gehst jetzt drauf. Das heißt, du hast jetzt hier also wirklich die Bewegungsfreiheit. Ja. So, und früher die Fahrtechnik war ja, da hast du irgendwie... Bist du so den Berg runtergefahren? Das machen wir heute nicht mehr. Das heißt, wir bleiben heute zentral auf dem Rad stehen und haben dann auch wirklich immer alles unter Kontrolle. Und die Räder sind auch gleichmäßig belastet und können deswegen auch entsprechende Kräfte übertragen. Wenn es extremer wird, kann man den Po ja immer noch nach hinten schieben. Ja, natürlich. Klar, du verlagerst deinen Schwerpunkt schon, indem du das Becken leicht nach hinten oder vorne schiebst. Das machst du schon, aber nicht mehr so extrem, wie es früher mal war. Okay, dass wir das sagen. Also für alle Leute, die das noch nicht gemacht haben, denn viele werden das Rad auch kaufen und einfach damit zur Eisdiele zu fahren. Es kann wirklich sehr viel. Es fährt sich sehr komfortabel, wenn ich irgendwas am Rücken habe. Schöne Sache, oder? Ja, und ich sag mal, wenn du jetzt das Thema Eisdiele ansprichst, von der Optik jetzt gerade auch mit dieser Farbkombination ist er dir schon der Knaller. Also selbst wenn du nur vor die Eisdiele fährst, liegst du mit dem Rad echt richtig. So, es ist so ein dunkelrot Metallic, so ein Kirschrot. Ja. Und tatsächlich, wir haben von Ghost haben wir ein Rad, was fast überwiegend in dieser Farbe ist. Geht wie die Sau. Ich muss ja ehrlich sagen, manchmal tust du mit den Farben echt verhauen. Auf das Rad hätte ich nichts gewettet. Wir kriegen keine mehr nach, wir haben nur 2-3 Stück. Ja, die Leute würden vielleicht sagen, ist vielleicht eine Damenfarbe. Nein, das stimmt gar nicht. Also, da sind die Geschmäcker verschieden. Ich finde es jetzt hier in dieser Kombination mit dem Rot, finde ich schon geil. Das ist genauso dieses Highlight, was so ein Rad braucht. Ne? Mhm. Das Ghost in der kompletten Farbe wird mir persönlich nicht gefallen. Darum geht es ja nicht. Den Leuten muss es ja gefallen. Ja, was schön ist die Bodenfreiheit? Ja, die ist mittlerweile Standard, beziehungsweise eigentlich eher weniger, wie wir es früher hatten. Moderne Geometrien. Passt ja auch kürzere Kurbeln drauf, wie wir früher hatten. Und der Schwerpunkt ist doch deutlich tiefer. Also die Räder waren früher sogar tendenziell höher. Ja, es gibt nicht viel zu erwähnen. Die Laufradgröße noch. Ist es hier mixed? Hier haben wir mixed. Also vorne 29 für bestes Überrollverhalten. Vorne und hinten den 27,5 Plus, wo du wirklich die maximale Breite für entsprechende Traktion hast. 85 Newtonmeter ist viel Power, das weißt du. Und die muss ja auch irgendwo übertragen werden. Ja, es handelt sich um Pedelec. Da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Das heißt, es fährt nur dann, wenn man auch was reingibt. Da hast du schon die schönen Reverse-Pedale drauf gemacht. Die fahre ich selber. Da kannst du nicht viel falsch machen. Ja, das hier ist das Einstiegsmodell von Reverse, die sogenannten Escape, und auch bei denen hast du schon die Möglichkeit, alle Ersatzteile auszutauschen, also sowohl die Pins als auch die Lager oder sogar noch die Achse, ne? Also eigentlich ein Pedal fürs Leben. Gibt es in allen möglichen Farben, haben wir alle vorrätig da. So, dann nimm das Fahrrad mal bitte mit rein, den Ständer kannst du meinetwegen stehen lassen, und wir kalkulieren das Rad mal durch. Was war das jetzt? War das Show oder ist es für ein Zirkus? Nee, aber wenn wir die Räder hier hantieren, dann ist es besser, fährst du am Hinterrad, da hast du mehr Platz. Okay, alles klar. So, jetzt gehen wir da hin, stellen das Rad mal ab und wir können ja drüben mal reingehen bei dir. Da liegen wahrscheinlich schlimme Sachen. So, der Kunde geht vor. Ich gehe mal ganz kurz, ich zeig's mal gerade, ein Kunde steht noch hinten am Rechner dran. Denn wir schauen mal ganz kurz aufs Preisschild, dass wir das sehen. Also 6.999 Euro ist es, das Highbike Hype 9, i750 Wattstunden in Grey Red. Da ist es. Und jetzt geht es darum, wir können das mal ganz kurz schauen. So, wir gehen auf Jobrad. Genau. Und dann gibt es dort einen Rechner. Es geht darum, immer mehr Leute kaufen sich das nicht, sondern sie lassen das Brutto von Netto vom Lohn abziehen und da kann man viel Geld sparen. Man hat es automatisch versichert und man braucht das Geld nicht gleich hinlegen. Genau. Also die Ersparnis an sich ist natürlich individuell, hängt ab von Steuerklasse und Verdienst und auch ganz wichtig, ob der Arbeitgeber vorsteuerabzugsberechtigt ist. Das ist also ein Riesenposten. Aber sparen tust du eigentlich in jedem Fall.
Also der normale Handwerker ist ja vor Steuerabzugsberechtigt. Genau, das heißt, richtig. Der kann sich aus diesem Preis von, ich sag mal, 7.000 Euro die Steuer ziehen. Das sind allein schon 20%. Ja. Und dann passiert also einfach Folgendes. Die Leasingrate geht vom Bruttogehalt ab oder halt beim Einzelunternehmer, der es zum Beispiel macht, gehen die Leasingraten jeden Monat in den Aufwand. Also auch da hast du einen Steuervorteil. Also es rechnet sich auf jeden Fall und du musst halt die Kohle nicht einfach bar auf den Tisch legen. So, ich sag mal, also hier vorne steht Kaufpreis des Wunschrades. Sind jetzt mal, 7.000 machen wir hier 6,99. Dann haben wir es ganz genau. Wir wollen ja hier nicht um Pfennige. Dann machen wir ja Bruttomonatsentgelt. Wir nehmen mal dein Gehalt. 19.400 Euro? Ah, nee. Machen wir 3,5. So, dann machen wir hier so ein nicht zu viel, nicht zu wenig. 3,5 Steuerklasse. Nehmen wir mal ganz gerne die 3, um zu, zu... So. So, jetzt gehen wir hier auf Berechnen. Wir können jetzt hier noch in den erweiterten Modus gehen. Da kann es dann noch Kirchensteuer und kinderfreie Beträge und so weiter. Aber es geht jetzt hier mal um ein pauschales Beispiel. Und siehst du Folgendes. Das Rad verursacht eine monatliche Umwandlungsrate, das ist also die Brutto-Leasing-Rate von 208 Euro. Dieser Betrag geht jetzt vom Bruttogehalt ab. Und was hier dann nachher netto am Auszahlungsbetrag fehlt, sind also 132 Euro. Das ist doch krass. Das heißt also 132 Euro für ein 7.000 Euro Rad, das ganze 36 Monate. Genau. Was zahle ich denn, wenn ich es kaufen möchte? Und am Schluss kriegst du ein Rauskaufangebot, liegt aktuell bei etwa 18% auf die UVP. Also das heißt 18% sind ungefähr 1.300 Euro? Ja, ungefähr. Ungefähr. Das wird aber unten, glaube ich, nochmal ausgeworfen. Wir können uns hier angucken. Da hast du, Moment, wo steht's denn? Das heißt, ich bekomme es. Erwarteter Übernahmepreis 1.259 Euro. Da lag ich ja gar nicht so falsch. Aber ich selber bekomme netto nur 113 Euro abgezogen. Genau, 132. 132 Euro, das ist wie viel Prozent? Wie meinst du, in wie viel Prozent? Ersparnis. Also wenn du jetzt alles zusammenrechnest, hier die Gesamtkosten inklusive Versicherung und Inspektionsservice ist hier schon mit reingerechnet. Den kann man machen, muss man aber nicht. Und die Übernahme. Und die Übernahme kostet das Rad also 6.012 Euro. Also immerhin noch ein Tausender gespart. Wobei man jetzt sagen muss, hier ist die Versicherung und der Inspektionsservice schon mit drin. Das heißt, Inspektion heißt auch die Verschleißteile oder nur die Inspektion? Es gibt verschiedene Pakete, die man abschließen kann, auch abhängig vom Leasinggeber. Wir sind jetzt hier bei Jobrad selber. Wir haben mittlerweile 14 Leasinggeber im Angebot. Leasebike, Deutsche Jeansrad und Eurorad und wie sie alle heißen. Das heißt, das kann man jetzt pauschal nicht beantworten. Meistens ist es so, dass es verschiedene Servicepakete gibt mit verschiedenen Budgets, die Verschleiß oder Vandalismus und so weiter. Dann also abdecken. Gute Nachricht für alle Leute, die keine kleinen Kredite gerne sammeln, weil das praktisch negativ ist für die Schufa. Genau. Das wird gar nicht in meiner Schufa erwähnt. Das Nein. heißt, ich habe mit der Schufa gar nichts zu tun. Überhaupt nicht. Es wird die Schufa bzw. da die Kreditreform Auskunft des Arbeitgebers angefordert. Jawohl. Auch wenn ich eine negative Schufa habe, mein Arbeitgeber vertraut mir, dann kann ich so ein Rad kriegen. Der weiß ja in der Regel nichts von deiner negativen Schufa. Wieso? Ich habe es ihm gesagt. Wer macht denn sowas? Ey, geil, ich habe einen negativen Schufa-Eintrag. Mach doch keine Sorgen. Nee, es war aber Spaß. Aber die Leute, ich meine, es geht ja auch darum, dass du jetzt nicht ganz viele einzelne kleine Kredite hast. Das soll, glaube ich, auch schlecht sein. So, und das hier belastet weder, ich kriege keinen Schufa-Eintrag, auch bei negativen Schufa-Eintragen und so weiter. Das heißt, ich komme hierher, mache einen Rahmenvertrag mit dem Arbeitgeber, wenn der noch keinen Rahmenvertrag hat. Einige im Saarland haben das schon, zum Beispiel. Mhm. Zum Beispiel Saarstahl, die Arbeiterwohlfahrt, der Klobus, Buser Röhrenwerke. Also da haben wir einige, auch große Arbeitgeber, die das mittlerweile anbieten und auch viele kleine. Also der Weg ist letztendlich der Arbeitgeber muss einen Rahmenvertrag mit einem Leasingnehmer abschließen, Leasinggeber, Entschuldigung. Und dann kommt der Mitarbeiter zu uns, sucht sich ein Rad aus, wir machen die Abwicklung so weit als möglich, übernehmen wir für die Kunden und dann kann es losgehen. Ja, die Öffnungszeiten bei dir? Dienstag bis Samstag 10 bis 18 Uhr durchgehend. Ja, 10 bis 18 Uhr, schnapp dir mal das nächste Rad, das ist genau der Antichrist dieses Rades, das zeige ich mal gerade, denn es ist ein Einstiegsrad, 3.000 Euro, kein Fully. Das werden wir gleich mal zeigen. Da gibt es ein eigenes Video zu. Dranbleiben, das Highbike Alltrack. Da kann man sich praktisch zum Preis des Rades, was wir gerade gefilmt haben, zwei von diesen leisten und kriegt noch einen Tausi raus. Tschüss Kai. Sag Tschüss. Ciao.